Das sind jetzt weitere Teile, Verbindungen unter der Maschine, wo dann die Führungswegen angeschraubt werden. Das lässt sich aber ja schlecht spannen ohne umbauen auf der V1, also fräst dicker Linde. Und so, ja, wir haben wie gesagt die Spannmöglichkeit auf der V1 müsste ich umbauen, den Schraubstock. Deswegen fräst man das hier auf der Gerlinde, weil da muss ich nichts umbauen. Von Lichten ist noch die Vorrichtung vorhanden mit dem Anschlag. Und da fräsen wir jetzt die zweiteilig geschwind. Fräser ist ein Einschneider 4 mm. Vorschub ist glaube ich 8 mm pro Sekunde. So, Start. So, das hatte ich schön gemacht. Jetzt wäre das zweite und dann ist hier Feierabend.